Manche Spiele lassen sich am PC einfach besser mit dem Controller spielen. In dem heutigen Video möchte ich dir zwei Möglichkeiten zeigen und was dabei zu beachten ist, wenn du den Controller mit dem PC verbindest. Abonniere meinen Kanal jetzt für weitere strukturierte Erklärvideos im Bereich PC und Handy. Zunächst einmal ist die Frage, wie möchtest du deinen Controller anschließen? Per USB-Kabel an den PC oder doch kabellos über Bluetooth? Der DualShock 4 Controller kann dank dem Micro-USB-Anschluss auf der Rückseite nicht nur aufgeladen, sondern auch mit dem Computer verbunden werden. Windows 10 erkennt das Gamepad automatisch. Funktioniert das allerdings bei dir nicht so umstandslos, mag das am Kabel liegen. Versuch mal ein anderes oder im Notfall findest du ein Kabel in der Videobeschreibung, mit dem es auf jeden Fall funktionieren wird. Nun hast du deinen Controller erfolgreich angeschlossen, für die Verwendung und Einrichtung ist allerdings noch ein weiteres Tool notwendig. Für mehr Infos dazu springe im Video an diese Stelle. Das kabellose Verwenden erfordert einen Bluetooth-fähigen Computer. Sofern dein Gerät nicht von Haus aus über so eine Schnittstelle verfügt, kannst du deinen PC über so einen Stick um diese Funktion erweitern. Eingesteckt aktivierst du an deinem Controller über gleichzeitiges Gedrückthalten vom Share- und PlayStation-Button die Bluetooth-Kopplung. Am PC in den Einstellungen unter Bluetooth sollte nun der Controller gelistet sein. Um den Controller nun richtig einzurichten, stehen dir zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Entweder über die kostenlose Open-Source-Software DS4 Windows oder über die Software von Steam. Entscheide dich jetzt für die Variante, die dir mehr zusagt. In der Videobeschreibung findest du einen Link zur Website, auf der du das Programm herunterladen kannst. Nach dem Download entpackst du die Datei in einem Ordner und startest die DS4 Windows-Datei. In dem sich nun öffnenden Dialogfenster wählst du den Step 1 aus und stimmst der Installation der Software zu. Im Fenster unter Controller siehst du die mit dem PC verbundenen Geräte. Rechts, wenn du auf Edit klickst, kannst du den Controller nach deinen Bedürfnissen anpassen. Hier lässt sich über das Anklicken der Tasten einen Befehl, den du normalerweise auf der Tastatur ausübst, auf das Gamepad übertragen. Nachdem du Steam gestartet hast, klickst du oben links auf Bibliothek, kannst entweder hier ein Spiel aus deiner Liste oder auch ein Steam-fremdes Spiel hinzufügen. Dafür über Spiele den untersten Punkt und aus der Liste oder per Pfadsuche das Spiel ausfindig machen. Um den Controller nun für das Spiel einstellen zu können, musst du in den Big Picture-Modus wechseln. Das funktioniert oben rechts über dieses Symbol. Hier wählst du die Einstellungen und weiter auf Controller-Einstellungen. Nun klickst du den PlayStation-Konfigurationsassistenten an. Unten in der Liste siehst du die erkannten verbundenen Geräte. Klicke den Controller an, den du nutzen möchtest, und wähle Identifizieren. Um die Steuerung und Tastenbelegung für dein Spiel einzustellen, gehst du wieder zurück auf die Startseite des Big Picture Modus und wählst hier Bibliothek aus. Anschließend wählst du unter Spiele dein Game aus und klickst hier auf Verknüpfungen verwalten. In der Controller-Konfiguration kannst du nun das Gamepad mit Tasten belegen, die dann so im Spiel angewendet werden. Ab sofort kannst du deine Spiele mit dem Controller auch am PC spielen. Vielleicht interessiert dich ja noch eins dieser beiden Videos hier. Ich würde mich sehr freuen, dich demnächst auch öfters hier begrüßen zu dürfen. Lass auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Weitere Videos dieser Art findest du auf meinem YouTube-Kanal. Hau rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!